So, ihr Lieben, ihr könnt richtig Geld sparen. Wenn der Geschirrspüler voll ist, legt ihr nicht wie gehabt einen Tabs rein, sondern einen halben. Und ihr glaubt es nicht, ich habe das jetzt wochenlang getestet. Obwohl nur ein halber Tabs jedes Mal reingelegt wurde, ist das Geschirr definitiv sauber. Das reicht vollkommen aus. Und gerade wenn neu so teure Tabs sind und ihr da immer nur einen halben reinlegt, dann könnt ihr echt eine Menge Geld sparen. Allerdings habe ich jetzt nicht diese Tabs, die in der Mitte diese Kugel haben, sondern einfach nur diese glatt. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr ganz sauber den Tabs halbieren könnt. Wenn ihr nämlich das ein bisschen ungeschickt macht, dann habt ihr auch da Pulver drin und dann lässt sich es schwer teilen. Also, erstmal die erste Seite anknapsen, anknicken, so, so rum und dann die andere Seite nochmal. Bisschen anklammern, also macht er das Ding auf und dann vorsichtig eine Hälfte rausholen. So, seht ihr, schön halbiert. Rein ins Fach. Zu der Teil. Und definitiv, das Geschirr ist sauber. Über Wochen wurde es bereits getestet. Bei 50 Grad wasche ich zum Beispiel mein Geschirr und das reicht vollkommen aus, auch wenn Töpfe und Pfannen drin sind.